Auch in dieser Legislaturperiode haben wir uns ganz besonders der Aufklärung rund um den NSU-Komplex gewidmet. Wir haben dazu nicht nur einen neuen Untersuchungsausschuss eingeführt, sondern noch diverse andere Maßnahmen ergriffen, um insbesondere die Opfer des NSU und deren Angehörige zu entschädigen. Durch die Initiative der RZG-Fraktion hat der Landtag die Landesregierung beauftragt, eine Stätte der Erinnerung und Mahnung zu errichten, die einer gesamtgesellschaftlichen Aufarbeitung des NSU-Komplexes gerecht werden soll und sich gegen das Vergessen der Opfer wendet. Als bündnisgrüne Landtagsfraktion standen wir auch in dieser Legislatur denen zur Seite, die in Thüringen aktiv gegen Nazis jeglicher Couleur kämpfen. Dabei haben wir uns intensiv mit dem Thema Rechtsrock beschäftigt. Neben der Begleitung verschiedener Rechtsrockkonzerte in Thüringen haben wir unter anderem ein Gutachten zur Frage des Versammlungsrechts in Bezug auf Rechtsrockveranstaltungen beauftragt.